abgeschossen, Mann. Das rein! Senkt den von Müller! Oh mein Gott! Oh mein... Mario Nacht und De Bruyne, Team of the Season. Und Hazard! Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner FIFA 16 Foot Drafts. Und ja Leute, wir sind back am Start. Die letzte Folge ist bei euch ja richtig, richtig genial angekommen. Wir haben wieder die 2000 Likes geschafft, Alter. Es ist einfach unglaublich, was ihr momentan bei den Likes raushaut. Also wenn ihr das in dieser Folge nochmal schaffen könntet, dann wäre es auf jeden Fall krass. Gebt auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben. Ich will nicht irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Likes sehen, sondern macht es einfach. Keine Ahnung, ich finde es einfach nur krass, wie ihr diese Serie abfeiert. Mir macht sie auch mit am meisten Spaß momentan. Und deshalb gibt es auch heute wieder eine Footdraft-Folge. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal rein. Ohne Challenge, ich werde einfach versuchen, wieder richtig kranke Spieler zu bekommen. Wie ich das in der letzten Zeit immer gemacht habe. Formation, ich weiß nicht, welche ich nehmen soll. 4-3-2-1 finde ich sehr interessant. 4-4-2 hatten wir jetzt in der letzten. 4-3-3 ist auch nicht schlecht. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich nehme das... ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme das 4-3-2-1, weil man da ein relativ cooles Hybrid auch bauen könnte. Da ist jetzt schwierig, welchen Spieler ich nehmen soll. Entweder den normalen Ronaldo oder den normalen Neymar. Ich glaube, ich nehme mal den normalen Ronaldo, weil dann könnte ich vielleicht mal Neymar Toti bekommen. Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich werde auf jeden Fall die Bank wieder als erstes machen. Ich meine, Ronaldo ist ja auch als normaler Spieler eine kranke Sache. Die Frage ist, wen nimmt man jetzt hier als Torwart? Ich nehme mal Hits aus der Bundesliga. Vielleicht bauen wir da irgendwie auf der rechten Seite was mit der Bundesliga. Keine Ahnung. Dann haben wir einer der gefühlt 500 Informs von Godin. Den werde ich, glaube ich, nehmen. Da wir auf der linken Seite wahrscheinlich wieder BBVA machen werden. Dann können wir Pekarik nehmen, falls wir wirklich was in der Bundesliga machen. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, was wir heute für Spieler bekommen werden. Shaqiri. Ja, da ist jetzt irgendwie gerade noch nicht so Geiles dabei, aber wir meckern nicht. Vielleicht kommt da noch was Gutes bei rum. Casemiro, das gibt schon mal Chemie für Ronaldo. Und jetzt haben wir Second Inform Bale. Den werde ich auf jeden Fall nehmen. Alter, das wird schon wieder krank, ey. Bale, Second Inform. Aduris für den Sturm. Aduris für den Sturm oder Asenio. Ich nehme mal Aduris, damit wir da schon mal vorne die Chemie voll haben. Und jetzt bekommen wir hier Asenio oder eben Suarez oder Geis für die Bundesliga-Seite. Ich nehme mal lieber erstmal auf sicher Asenio. Dann weiter geht's mit Inform Williams. Wen soll ich jetzt hier groß nehmen? Was ist mit ihm hier? Ja, das war ein Inform, aber ich nehme mal den Williams. Da der Rest jetzt irgendwie nicht so geil war. So, dann haben wir hier noch Gamis für die rechte Abwehrseite, können wir auch nehmen. Also es wird wahrscheinlich wieder ein Full-Liga-WVA-Team. Wie eigentlich immer. Wir bekommen den 91er Lewandowski. Alter, sieht richtig krank aus von den Werten. Den muss ich nehmen. Warte mal, haben wir einen Linksverteidiger schon? Sonst würde ich auch... Ja, komm, ich nehme mal Lewandowski. Vielleicht noch für die Bank. Holy shit, wen soll ich nehmen? Alter, Team of the Year Messi bekommen wir auch noch. Ich nehme Team of the Year Messi. Alter, was ist das schon wieder für ein Team? Bale, Messi und Ronaldo vorne drin. Alles klar, dann Torwart, bravo, safe call. Es wird Full BVA werden, es wird definitiv Full BVA werden. Mascherano, Alter, was ist das schon wieder für ein krankes Team? Bartra Inform, der soll ja vielleicht zu Schalke gehen, ich bin aber ein bisschen skeptisch, ob das dann am Ende des Tages wirklich funktionieren wird. Carvajal nehmen wir hier, aber ich glaube, da hatten wir auch schon einen. Linke Seite, Philippe Luis oder Gaia. Da würde ich Gaia vorschlagen. Der hat einfach bessere Pace-Werte. Nehmen wir. Und jetzt noch vielleicht den einen oder anderen guten Sechser. Irgendwie ein Toti oder so. Verratti haben wir hier noch. Aber ich glaube dann nicht Pjanic mal für die Bank. Henderson, Verratti, Thiago, Schweinsteiger. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch Sechser aus der Liga BVA. Das ist der letzte und es ist wieder kein Liga BVA Sechser. Wen soll ich jetzt hier nehmen? Dembélé. Also wir haben auf jeden Fall Casemiro. Wobei, wir haben noch Casemiro und Asenio auf der Bank. Ja, ich nehme einfach mal Dembélé, aber ob der jetzt so viel helfen wird. So, dann haben wir immer noch zwei Positionen hier vorne. Hier ist es jetzt, glaube ich, relativ egal. Dann nehme ich mal Lukas, wenn wir ihn noch für die Bank brauchen. Letzte Position, der Stürmer Peter Crouch, würde ich sagen. Nehmen wir, auch wenn er eigentlich nichts kann. Und jetzt gönnt euch einfach dieses Team. Wir haben schon wieder so kranke Spieler. Wir packen natürlich erstmal Aduris in Sturm für die Chemie. Dann Bale auf die rechte Seite. Dann auf jeden Fall Casemiro in die Mitte. Der gibt dann Bale und Ronaldo schon mal Chemie. Und jetzt ist die Frage, wen kann man jetzt hier noch nehmen? Wir haben Asenio noch auf jeden Fall, den wir nehmen können. Und dann irgendwie könnten wir doch eigentlich hier dann Thiago einbauen. Dann kommt er zwar nicht ganz auf volle Chemie, aber immer noch auf 7. Das geht ja eigentlich. Also 7 Chemie geht eigentlich voll klar.
Die Frage ist, ob ich jetzt noch Godin vielleicht anstelle von Mascherano nehmen soll. Ja, nehme ich mal. Sieht von den Werten einfach krasser aus. Pekarik nehme ich raus. Dafür nehmen wir dann Lewandowski noch mit. Wir haben Messi, Toti auch noch am Start. Ich meine, warum auch nicht? Ich meine, warum auch nicht? Hat man halt eben auf der Bank. Aber Crouch, den nehme ich mal mit. Crouch nehme ich mal mit. Nehme ich hier noch Hits raus. Einfach wieder Team of the Year Messi. Alter, das ist unnormal. Und dann noch Second in von Bale. 91er Lewandowski. Alles klar, kann man machen. Wir haben auf jeden Fall einiges auf der Bank heute. Dann Trainer nehme ich. Ist eigentlich ziemlich egal. Am besten hier den Spanier, damit Thiago auf die 8 Chemie kommt, meine ich. Und dann haben wir wieder eine krasse Bewertung. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel, Freunde. Ich bin gespannt, ey. Es wird bestimmt geil. So, Freunde, gehen wir auch schon in unser erstes Game hier rein. Der Gegner mit einer 4-2-3-1 Formation. Nicht ganz so viel Chemie, aber trotzdem coole Karten. Nicht wundern übrigens, dass ich jetzt auf einmal komplett andere Sachen an habe. Ich wollte das Ganze gestern aufnehmen, das heißt am Sonntag. Und dann ist mir was dazwischen gekommen. Jetzt ist Montag, jetzt nehme ich hier auf. Ihr wisst ja, ich schreibe Mathe vor Abi, also habe ich jetzt geschrieben. Und deshalb bin ich dann nicht zugekommen, deshalb kam Foodcraft auch nicht gestern, sondern heute, also für euch sozusagen am Dienstag. Also deshalb nicht wundern, gehen wir jetzt auf jeden Fall rein in die Partie. Ich werde natürlich gleich Messi und Lewandowski direkt einwechseln. Also deshalb, deswegen nicht wundern, ne? So, Bale nutzt hier direkt mal sein Tempo aus, kommt aber nicht durch. Wir haben jetzt hier Bale und Ronaldo auf der rechten Seite. Bale und Ronaldo, sag ich schon. Bale und Messi auf der rechten Seite, das ist auf jeden Fall sehr OP. Bale mit der Drehung, da warte ich auf Lewandowski, da komme ich nicht durch. Gegner macht bis jetzt hier keinen schlechten Eindruck. Wir müssen aufpassen. Der kann natürlich auch kontern mit seinen schnellen Spielern. Jetzt haben wir erstmal den Ball wieder. Ich bin mal gespannt, was das hier für eine Partie werden wird. Ey, der Gegner macht bis jetzt keinen schlechten Eindruck. Also, ich bin mal gespannt, ey. Oh, Vorsicht. Ecke für den Gegner. Bale war da ganz frei. Jetzt können wir vielleicht kontern. Wenn mein Torwart den Abwurf nicht verkacken würde. What the fuck? Vielleicht jetzt nochmal mit Ronaldo. Auch der kriegt den Ball nicht. Alter. Nein, nein, och Mann, Alter, diese verkackten Elfmeter. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier so einen scheiß Elfer bekommen. Komm schon, den muss ich halten. Psychospielchen. Alter, das ist so OP, dieser Elfer-Trick. Wir haben schon wieder einen Elfer gehalten. Alter, das ist richtig krank und wir haben wieder einen Elfer gehalten. Ey, so muss das sein. Claudio Bravo saved uns hier mal so richtig den Arsch. Nice, Mann, ey, aber das war auch echt, ey, diese Kack-Elfmeter in diesem Spiel. Oh, Casemiro, richtig guter Ball auf Cristiano. Ronaldo. Dann haut er so eine Grätsche raus. Ja, aber er hat nur den Ball getroffen. Scheiße, ich hätte auf seinen Verteidiger da achten müssen, ey. Kommt schon, jetzt wenigstens die Ecke. Die kommt gut, die kommt richtig gut. Aber sein Keeper ist da. Fuck. Nein, ich krieg den Ball nicht weg. Ich krieg den Ball nicht weg. Oh, und dann Bravo im Tor, Alter. Was war das für ein Durcheinander? Vielleicht können wir kontern. Komm schon, wenn Lewandowski jetzt die Linie läuft, läuft da. Wir müssen aber erstmal anhalten. Zum Glück haben wir erstmal den Angriff überlebt. Der Konter geht aber auch noch. Casemiro, gut durchgespielt. Aber ich komme da nicht durch, ey. Das geht schon das ganze Spiel so. Der Gegner ist übertrieben hart, ey. Oh nein, der wäre sogar gekommen. Dieser Hackenpass von Lewandowski. Nein, Alter, das wäre die Idee gewesen. Jetzt aber kommt der durch, auch nicht. Ich versuche hier alle Möglichkeiten, irgendwie mich da durchzukombinieren. Aber es will nicht funktionieren. Ey, jetzt nochmal. Casemiro, Lewandowski, wieder mit der Hacke. Diesmal Casemiro, er macht ihn nicht. Alter, was ist das für ein Spiel hier, ey. Jetzt, das könnte der perfekte Ball werden. Komm schon, Ronaldo, komm schon, komm schon, komm schon. Ronaldo abbremsen, in die Mitte ziehen, Pass spielen. Und er kriegt da wieder einen Fuß zwischen. Das ist so unglaublich, Alter. Jedes Mal. Oh, was ein Ball von Bale. Nein, der kommt nicht an. Doch, Messi. Messi, komm noch mal hin. Komm jetzt, lupfen. Messi, 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 Messi. Was für ein krankes Tor von Lionel Messi. Oh mein Gott, Leute. Was eine geile Kirsche. Kommt da noch an den Ball. Und das ist dann eine 99er-Karte, würde ich sagen. 99er-Messi kommt nochmal an den Ball und macht dann den perfekten Lupfer, Alter. Jetzt nur noch defensiv spielen, dann haben wir den Gegner hier, ey. Nice, Alter. Nein! Alter, nicht im Ernst.
Ich bin behindert. Es ist viel zu viel Spannung für so ein erstes Kackspiel, ey. Jetzt geht's wirklich ins Elferschießen, ey. Es ist so dumm von mir gewesen. Komm schon, den ersten halten wir. Jetzt wird er links schießen, weil er verunsichert ist. Ich hab's euch gesagt, das ist der Elfer-Trick, Alter. Das ist so psycho. Komm schon, mit Messi schießen wir den ganz trocken. Einfach nach oben. So, antippen und dann nach oben. Fuck, er wusste es. Fuck, er wusste es. Woher wusste der das? Schießt er jetzt wieder rechts? Komm, er schießt wieder rechts. Er schießt wieder rechts. Er schießt einfach drüber, okay. Alter, komm schon. Lewandowski, komm, Junge. Lewandowski, komm schon. Macht hier den ersten rein. Okay, jetzt haben wir ein Tor Vorsprung. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Komm schon, jetzt wird er wieder links schießen. Jetzt wird er wieder links schießen. Und den haben wir auch gehalten. 3-11 hat er schon verschossen. Alter, nice. Komm schon. Lukas, komm schon. Wieder links oben. Den haben wir hier richtig gut getroffen. Und ist es jetzt schon vorbei? Oder? Ne, wir müssen jetzt noch theoretisch den halten. Wenn wir den halten, haben wir alle 4-11 gehalten. Komm schon. Bale, jetzt schießt er wieder rechts. Nein, jetzt schießt er in die Mitte. Egal, das können wir uns nicht mehr nehmen lassen. Wenn ich den reinmache, ist es dann schon vorbei. Ich weiß es nicht. Komm, wir schießen nochmal oben. Komm schon. Ronaldo oben ist drin und damit sind wir weiter, Alter. Was für ein Krimi hier in der ersten Runde von Footdraft. Alter, warum? In der ersten Runde. Richtig unnötig. Egal, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns bei Runde 2. Bis gleich. Okay, Freunde, der zweite Gegner ist gefunden und er hat einfach ein krankes Team. Zwar auch nicht so viel Chemie, aber ich glaube, das ist eh egal. Aber er hat einfach mal Team of the Year Ronaldo und Team of the Year Messi, Freunde. Jetzt wird's richtig, richtig hart, Alter. Oh, was ein Pass. Kommt der an auf Ronaldo? Ronaldo, der kommt dann. Geht der rein? Nein! Was hat sein Torwart da gemacht und was war das für ein komischer Ball hier? What? Oh, das war zu einfach, Adures. Kommt hier zum Schuss, kann ihn aber nicht machen. Ich habe mir gedacht, ich werde in dem Game nicht sofort Lewandowski und Bale einwechseln. Lewandowski und Messi meine ich, sondern erstmal die es versuchen lassen, die hier auf dem Platz stehen. Und Casemiro müsste hier eigentlich das 1-0 machen. Gegen den Gegner funktioniert es hier schon deutlich besser, habe ich das Gefühl. Also irgendwie komme ich zumindest besser durch. Ronaldo, schön gemacht. Thiago im perfekten Moment. Drüben ist Bale viel zu früh gespielt. Ach, fuck, Mann. Ich muss ja eigentlich schon 2-0 führen, ey. Was mache ich denn? Boah, was eine Kombination. Das funktioniert gerade so gut jetzt. Ronaldo, ziehen wir mal in die Mitte. Ronaldo, kommen wir zum Schuss. Ja, aber der war einfach nicht gut genug, ey. Mann, ich muss hier einfach führen. Jetzt aber Adures kommt nicht durch. Kriegen wir nochmal den zweiten Ball, Casemiro. Grätsche war zwar nicht schlecht, aber wir bekommen den Ball nicht, ey. Fuck, Mann, ich reg mich so auf. Steht zwar noch 0-0, aber ich muss eigentlich führen und ich weiß, dass ich hier irgendwann noch ein Gegentor bekommen werde. Okay, durch solche Schüsse wahrscheinlich eher nicht. Aber trotzdem, ey, das fuckt mich schon wieder ab. Komm, vielleicht mal durch einen Freistoß. Der sieht richtig gut aus, Alter. Was war das denn für ein geiles Tor? Einfach Flankenfreistoß, dann haben wir da den, glaube ich, 89er Godin oder so. Und dann macht er den rein. Ich konnte es erst gar nicht fassen, dass es jetzt wirklich funktioniert hat. Und 30 Minuten lang nur aufs Tor vom Gegner geballert. Und bin an allem verzweifelt. Und ja, dann so ein Freistoß. Immer her damit, ey. Nice. What the fuck? Was war das für ein Gegentor? Was? Manchmal verstehe ich FIFA nicht, ey. Manchmal verstehe ich dieses Spiel einfach nicht. Komm schon, Thiago! An den Pfosten! Jetzt aber, perfekter Ball. Elfmeter! What the fuck? Komm schon, jetzt aber, Thiago! Ey, was geht hier ab, Mann? Alles klar. Ey, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Der hat zwei Chancen, Mann. Zwei Chancen hat er. Und dann haut er auf einmal so einen Schuss raus. Natürlich. Ich wechsle mir jetzt Messi ein, Alter. Was ist das für eine Scheiße hier? Mann, ey, das fuckt so ab hier, ey. Jetzt aber Konter über Messi. Was ist das für ein Pass? What the fuck? Lol. Alles klar. What the fuck? Was machen meine Spieler heute? LOL. LOL. LOL.
What? 2-2. Ich habe auf totale Angriff gestellt. Mein Innenverteidiger hat einfach seinen Verteidiger umgeklatscht. What? Okay, ich nehme es an. Steht halt 2-2. Lol, was war das denn? Also als Gegner würde ich mich jetzt leicht aufregen. Aber nur minimal. Wenn der kommt an. Der kommt an. Der kommt an. Ronaldo, was soll ich tun? Es ist ihr zu voll. Ronaldo! Latte! Und jetzt geht's in die Verlängerung. Was eine Riesenchance. Alter, nein. Geht er da an die Latte? Ich fass es nicht, Alter. Nein, 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 nein. Ach man, was geht denn da ab, Alter? Was macht meine Verteidigung? Ronaldo macht das 3-2. Jetzt muss ich wieder alles nach vorne werfen. Guckt euch das an, meine Verteidiger. Oh, Bale, diese Mitnahme. Bale, er macht die nicht. Wie trifft er denn den Ball, ey? Der muss doch irgendwie in den Winkel gehen oder so. Komm schon, jetzt wenigstens nach der Ecke. Ey, Mann, wie viele Chancen soll ich mir denn noch erspielen? Jetzt Carvajal. Er ist Rechtsverteidiger, ey. Was soll der da großen Schuss raushauen, ey? Ich habe nur noch 8 Minuten Zeit. Komm schon, flach rein. Ach, da kommt sein Keeper hin, ey. Ja, Freunde, jetzt ist die Partie vorbei. Wir haben 3-2 verloren. Sorry, ey, heute war nicht mehr drin. War irgendwie FIFA-technisch nicht so mein Tag. Keine Ahnung, sind heute mal wieder in der zweiten Runde rausgeflogen. Trotzdem finde ich, dass ich mich in letzter Zeit spielerisch ein bisschen verbessert habe. Wir holen uns mal unseren Preis ab. Solange ich nicht in der ersten Runde direkt rausfliege, bin ich für meinen Teil erstmal relativ zufrieden. Aber ihr wisst ja, wenn ihr überkrankes Gameplay sucht, dann seid ihr auf meinem Kanal definitiv falsch. Ich würde sagen, wir machen hier noch auf jeden Fall eben die Packs auf, die wir hier bekommen haben. Und schauen mal, ob wir da irgendwas bekommen. David Alaba Pack haben wir noch. Ihr wisst Bescheid, der bringt eigentlich immer ganz gute Sachen. In dem Fall ist es Thiago, aber leider nicht der von Bayern. Der wäre immer ein bisschen was wert gewesen. Das hier ist gar nichts wert. Holen wir uns noch das Silberpack und dann war es das auch mit der Footdraft-Episode. Heute leider wieder am Dienstag. Nächste Woche wird sie hundertprozentig wieder am Montag kommen. Und ich denke mal, dann werde ich Ende der Woche nochmal einen Footdraft machen, sodass wir auf jeden Fall immer 2 Footdrafts pro Woche haben. Einfach aus dem Grund, weil ihr die Serie ja sowieso abnormal abfeiert. Und finde ich auch geil, mir macht die Serie richtig Spaß. Ich versuche mich weiter zu verbessern. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. 2000 Likes, wenn wir die knacken würden, wäre auf jeden Fall wieder ultra nice. Ich würde sagen, ich will raus und sage wie immer, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, macht's gut und tschüssi.